In diesem Video geht es darum, wie du legal die Einfuhrumsatzsteuer vermeiden kannst und welche vier Voraussetzungen du erfüllen musst, damit dein Cashflow nicht unnötig belastet wird. Bleib dran! Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union, so wie in diesem Video. Aber du findest hier auch Themen wie Marktplatzoptimierung, zum Beispiel Amazon, eBay oder der eigene Online-Shop, sowie auch Steuern und Recht. Wenn das für dich spannend ist, abonnierst du jetzt den Kanal, drückst die Glocke, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht, und es geht um die Einfuhrumsatzsteuer. Die Einfuhrumsatzsteuer wird fällig, wenn du Ware aus dem Nicht-EU-Land nach Deutschland importierst. Und die Einfuhrumsatzsteuer ist immer genauso hoch wie die Mehrwertsteuer und kann auch so behandelt werden. Das heißt im Umkehrschluss, die Einfuhrumsatzsteuer kannst du dann als Vorsteuer wieder geltend machen. Das heißt, für dich als Unternehmer ist es eigentlich nur ein durchlaufender Posten. Aber sehr wohl musst du die Ware eben oder die Einfuhrumsatzsteuer eben vorfinanzieren. Und das ist für viele eine Cashflow-Belastung, die einfach vermieden werden kann. Stell dir vor, du importierst Ware im Wert von 100.000 Euro, musst 16% Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, das heißt nochmal 16.000 Euro obendrauf, die du dann im schlechtesten Falle erst 6 Wochen später wieder anrechnen kannst. Das ist unschön, das will man nicht, weil mit dieser Ware, mit diesem Geld könntest du zum Beispiel wieder neue Ware anzahlen oder whatever damit tun. So, und deswegen geht es hier in diesem Video um die Vermeidung dieser Einfuhrumsatzsteuer, und zwar legal. Es gibt 4 Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Die erste Voraussetzung ist, dass du die Verfügungsmacht über die Ware hast. Das muss also deine Ware sein und du musst der Importeur sein. Also hallo DDP, darüber hatte ich schon mal ein Video gedreht. Das ist eben bei DDP nicht so, dass du Verfügungsgewalt hast, deswegen geht es in diesem Falle nicht. Aber im Normalfall, wenn du ganz normal die Ware importierst, FOB oder wie auch immer oder Ex-Work, dann hast du die Verfügungsgewalt und kannst eben die erste Voraussetzung erfüllen. Die zweite Voraussetzung ist, dass du die Ware über ein EU-Land einführst, das allerdings nicht Deutschland ist, zum Beispiel die Niederlande. Die dritte Voraussetzung ist, dass du in diesem Land keine Niederlassung hast und auch nicht steuerlich pflichtig bist. Du hast also keine Niederlassung in Holland und bist auch nicht steuerlich gemeldet. Und die vierte und letzte Voraussetzung ist, dass die Ware, die du über Niederlande beispielsweise importierst, nicht für die Niederlande bestimmt ist. Das heißt, sie darf nicht zu Amazon Niederlande ins FBA-Lager gehen, sondern sie muss direkt dann in das Land verbracht werden, für das es bestimmt ist. Also in unserem Falle dann meistens Deutschland. Also ohne Zwischenlagerung direkt nach Deutschland. Nochmal die 4 Voraussetzungen. Du hast die Verfügungsgewalt über die Ware. Du importierst über einen EU-Hafen, der allerdings nicht Deutschland ist. Du hast keine Steuerpflicht in dem Land, noch eine Niederlassung, und zu guter Letzt ist die Ware auch nicht für das Land bestimmt, sondern wird direkt verbracht in das Zielland ohne Zwischenlagerung. Wenn du diese 4 Voraussetzungen erfüllt hast, dann kannst du eine Fiskalvertretung bestellen. Ein Fiskalvertreter übernimmt für dich die Anmeldung und Deklaration sowie die Steuererklärung. Und die Funktion des Fiskalvertreters kann zum Beispiel dein Steuerberater oder auch dein Rechtsanwalt übernehmen. Aber schlag dir das mal vor, dass sie die Fiskalvertretung für dich übernehmen sollen. Das halten die wahrscheinlich dann für einen guten Witz und wissen möglicherweise gar nicht, wie das funktioniert. Aber im Normalfall übernimmt die Fiskalvertretung die Spedition. Also ganz, ganz easy. Du musst nur vorher mit der Spedition drüber reden, ja, ob es möglich ist, dass sie die Ware dann für dich fiskal verzollen. Ja, manche Speditionen haben da spezielle Bedingungen dran geknüpft, und das gilt es im Vorfeld zu klären, nicht dass es da zu bösen Überraschungen kommt. Ganz wichtig, wir reden jetzt hier über die Einfuhrumsatzsteuer, nicht über die Zölle. Die Zölle sind in jedem Falle fällig. Ja, um den Zoll geht nichts drumherum. Wer Zoll vermeiden will, der befleißigt sich den Tatbestand der Schmuggelei. Und das wird hier in diesem Kanal nicht thematisiert. Also Zölle kann man nicht umgehen, das wirst du auf jeden Fall bezahlen müssen. Die Einfuhrumsatzsteuer, die kannst du sehr wohl vermeiden mit den vorgenannten Bedingungen. Lasst es mich wissen, wie ihr importiert. Gerne mit Fiskalverzollung, oder ist es euch völlig egal und ihr importiert über den deutschen Hafen und zahlt die Einfuhrumsatzsteuer und holt euch die dann nach 6 Wochen wieder. Unten in den Kommentaren können wir darüber diskutieren. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.